Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt's ein Nachgemacht und ein Grundrezept. Ich werde nämlich Marshmallow Fluff selber machen. Das ist kein Produkt, was es im Supermarkt gibt. Das gibt's aber als Original oft in der amerikanischen Abteilung. Marshmallow Fluff wird in Amerika ganz oft und ganz gerne als Brotaufstrich verwendet. Oder zum Beispiel wie hier für Cupcakes, als Tortenfüllung oder auch Tortenaufstrich und Tortencreme. Ihr könnt das wirklich ganz einfach selber zu Hause nachmachen. Ihr braucht dafür auch nur ganz wenige Zutaten. Und im Prinzip ist es eine Creme aus Eiweiß und Zucker. Und das Eiweiß wird auch erhitzt, sodass einfach die Keime abgetötet werden. Ich zeige euch mal, welche Zutaten ich verwende. Fürs Marshmallow Fluff verwende ich 100 Gramm Zucker, 60 Gramm Glucose, 45 Milliliter Wasser, 75 Gramm Eiweiß, eine Prise Salz, 10 Gramm Zucker und etwas Vanilleextrakt. Zuerst nehme ich jetzt den Zucker, der kommt in einen Topf und Glucose kommt dazu, gemeinsam mit dem Wasser. Und daraus wird jetzt ein Sirup gekocht und Glucose bekommt ihr natürlich online bei uns oder auch in der Apotheke. Und dadurch wird das Fluff wirklich extrem gut. Ihr seht auch, das ist eine richtig klebrige Masse. Und dadurch erhält es die super Konsistenz. Man kann es im Prinzip auch ohne machen und nur Zucker verwenden. Aber so wird es nochmal ein bisschen besser. Und ich lasse es jetzt bei mittelhoher Hitze aufkochen und dann darf es ein paar Minuten kochen, bis es auf 117 Grad erhitzt wird. Ich nehme dafür dann ein Zuckerthermometer. Falls ihr keins habt, man kann auch ein bisschen nach Augenmaß arbeiten. Ich zeige euch dann, wie die Blubberbläschen aussehen. In der Zwischenzeit kann ich aber schon mal das Eiweiß steif schlagen. Das gebe ich jetzt hier mit rein. Da solltet ihr natürlich darauf achten, dass es ganz frische Eier sind. Die werden zwar gleich erwärmt und die Keime werden getötet, aber trotzdem nehme ich da immer ganz frische Bio-Eier. Da jetzt ein bisschen Salz dazu und dann bei mittlerer Geschwindigkeit ganz langsam steif schlagen. Wir wollen ja nicht, dass es zu steif geschlagen wird und es soll auch nicht zu trocken gerührt werden. Und deswegen muss ich auch auf den Sirup achten. Jetzt sind die Blubberbläschen ganz klein und klar. Die Temperatur ist jetzt auch erreicht. Und ich habe hier zum Eiweiß noch den restlichen Zucker gegeben, also die 10 Gramm. Und jetzt ist das Eiweiß auch bereit. Und jetzt lasse ich in einem ganz dünnen Strahl den Sirup dazu fließen. Und jetzt sieht man auch gleich, wie die Konsistenz sich verändert hat und von trocken und flockig wirklich zu geschmeidig und glatt wird. Jetzt muss ich die Creme einfach nur noch glatt rühren und kalt rühren und es dauert jetzt so etwa 20 bis 25 Minuten. Jetzt ist das Fluff fertig gerührt. Ihr könnt es jetzt zum Beispiel verfeinern mit etwas Vanilleextrakt. Ich lasse dieses jetzt aber pur. Okay, ich weiß, kaum zu glauben, dass ich keine Vanille verwende. Aber ich möchte jetzt schneeweiß hassen. Schneeweiß lassen. Hassen habe ich gesagt, das geht so nicht. Ich zeige euch jetzt mal, ich fülle es jetzt in den Spritzbeutel. Also so ist es auch schon ein richtig leckerer Brotaufstrich. Sehr proteinhaltig. Okay, auch sehr süß. Ihr könnt es auch als Tortencreme verwenden. Ich habe es auch schon verwendet, um eine Torte außen zu bestreichen. Das sieht dann aus wie richtiger Schnee. Oder ihr verwendet es, um zum Beispiel Schoko-Cupcakes zu bespritzen. Und da kann man dann auch später richtig schöne Schokoglasur drüber machen, wie bei Schaumküssen. Und das Marshmallow Fluff ist dann tatsächlich bei Raumtemperatur 3 bis 4 Tage haltbar oder im Kühlschrank bis zu einer Woche. Guckt mal, wie geschmeidig das aussieht. Und so sehen die Muffins halt wirklich super cool aus, schmecken sehr lecker. Wie gesagt, könnt ihr Vanilleextrakt zufügen, Zitronenschalenabrieb oder auch andere Aromen. Probiert es einfach mal aus. Einfärben klappt auch super. Und das Rezept könnt ihr dann nochmal nachlesen auf meinem Blog auf sallys-blog.de. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Tschüss! Das Original Sally Marshmallow Fluffy, ab sofort in jedem Handel.